So, meine Damen und Herren, und hier sind wir das letzte Mal stehen geblieben. Und seitdem wir das letzte Mal gespielt haben, sind so ungefähr 1 Million neue Versionen dazu gekommen, die ich gar nicht alle so beschreiben kann und werde, glaube ich, weil es einfach zu viele Hotfixe parallel passiert. Wir werden mal gucken, inwieweit das dann Auswirkungen hat. Also wir sind natürlich in der Early Access Phase. Ich habe auch schon überlegt, die ganze Playlist noch mal ein bisschen umzunennen, sodass auch wirklich klar ist, dass wir hier uns in der Early Access Phase befinden, denn das ist tatsächlich eben noch mal eine Herausforderung, die wir gerade haben, weil natürlich viel passieren kann jetzt auch gerade in dieser Phase, und deswegen sind wir da natürlich immer auch auf Zack und gucken, was sich genau verändert hat. Grundsätzlich verändert sich das Spiel im Umfang natürlich schon erheblich. Es werden auch deutlich mehr Missionen spielbar sein. Ich kann natürlich jetzt auch noch nicht zu viel verraten, weil wir hier selber ja noch nicht so weit sind. Aber es gibt ja auch ein paar Konsequenzen, die ihr aus den verschiedenen Elementen des Spiels habt, die sich natürlich dann zum Teil eben lösen lassen und zum Teil noch nicht, weil die ganzen Quests dazu noch gar nicht vollendet sind. Aber das ist halt das eine, ne? Wir haben halt viele verschiedene Möglichkeiten, dieses Spiel zu beenden oder beziehungsweise die Hauptmission zu spielen. Wir wissen auch, dass wir hier auf der grünen Seite irgendwo jemanden vermissen. Wir haben bisher alle gesprochen, ich glaube, bis auf tatsächlich einen von den Batanians. Und jetzt ist ja eigentlich die Frage, wenn ich hier drauf gehe, müsste ich ja eigentlich den Kollegen hier sehen. Genau, der sich aktuell in Aberyth aufhält. Und wir müssen mal ein bisschen rumgucken, haben natürlich auch den ein oder anderen Soldaten schon rekrutiert. Wir sind immer noch unter dem Mercenary Contract, also sind immer noch ein Söldner und bekommen dafür auch ein bisschen Geld, aber eben so wenig, in Anführungszeichen, dass es nicht ausreicht, um tatsächlich reich zu werden davon. Und wir gucken uns immer ein bisschen, ups, falscher Knopf. Gucken uns immer ein bisschen an, wo wir Geld machen können, wo wir natürlich auch ein bisschen was zeigen können. Ich versuche ja noch die Quest zu vollenden mit oder die Hauptquest. Da werden wir sicherlich auch noch einiges von sehen. Gucken wir mal weiter. Wie gesagt, so richtig, was sich jetzt alles verändert hat. Also viele Sachen sind jetzt beispielsweise eben bei einigen Missionen machbar, die vorher nicht machbar waren. Die Mission haben wir aber noch nicht gesehen. Jetzt darüber zu sprechen, ist also aus der Sicht zumindest nicht so sinnvoll, weil damit würde ich dann zu viel verraten. Weil natürlich auch schon viele mittlerweile das Ganze schon mal gespielt haben. Und wir sind ja auch so ein bisschen auf dem Weg, dass wir versuchen, vor allen Dingen die Quest zu vollenden. Wir wissen auch, dass wir irgendwo im Norden, meine ich, auch noch einen haben, den wir noch nicht gesprochen haben. Also irgendwo hier bei den Sturgeons. Gehen einfach mal in die richtige Richtung. Wenn irgendwo eine Armee gleich gegründet wird, sehen wir das auf jeden Fall auch. Wir halten auch mal hier so ein bisschen die Übersicht, ob wir jemanden mit einem Ausrufezeichen treffen. Das wäre dann nämlich für uns relativ relevant und auch wichtig. Ah, da hat sich wieder eine Armee kreiert. Jetzt könnte man, bei sowas, ne, da kann man kurz mal auf Pause machen, gucken auch, gibt es irgendwo Krieg? Ja, gibt es, damit wäre es attraktiv. Ich will jetzt aber mal ganz kurz gucken, ob wir eben hier bei den Sturgeons diese eine Partei finden, die krebst eigentlich normalerweise, das kann ich schon mal sagen, hier irgendwo rum. Kann natürlich auch sein, dass wir gleich mal von Banditen oder einer feindlichen Armee abgefangen werden. Ah, das war ja klar. Fight me if you dare. Yes. Dann greifen wir mal an. Tut uns auch mal gut, ein bisschen Kampfpraxis wieder zu sammeln. Oh, das ist schön, dass hier nur ein Steg ist. Come on.
zweimal oben drüber. So, geht doch. Der zweite, der treibt sich da hinten rum. Dich kriege ich auch noch. Sei denn er flüchtet, macht er aber nicht. 71er Damage. Muss ich nur jemanden erwischen? Ist er nicht? Boom. So. Haben wir überhaupt Probleme gehabt? Ja, wir haben zwei Tote sogar. Aber das waren nur Volunteers, also kleine Einheiten, die nicht erwähnenswert sind. So, wir holen uns mal ein paar Prisoners, also Gefangene, rüber. Können auch zwei hier von denen mal aufrüsten. Am besten immer mit Schwert, das ist gut. Gucken wieder nach Geld, das ist immer wichtig. Wir haben ja momentan kein Schild, das wir beiführen, wobei das sicherlich auch nochmal interessant werden kann. Das ist erstmal uninteressant, das ist auch uninteressant, aber wir haben Fisch und wir haben Butter, das ist gut. Wir gucken mal gerade nach einem Value. Was ist der denn jetzt? Wir haben keinen Speer, ne? Das fehlt mir noch so ein bisschen. Vielleicht ist der ganz sinnvoll. Da gucken wir einfach mal. Wir wollen ja hier hin. Moment, können wir auf dem Weg, können wir... Ja. Also wir looten keine City, aber wir holen mal noch ein paar Rekruten, damit wir eben nicht so schnell Opfer werden. Das Problem ist halt, die perfekte Mischung zu finden zwischen genug Rekruten und eben nicht zu teuer. Wir sind schon sehr knapp beim Geld. Das hält auch gar nicht so lange. Deswegen müssen wir so ein bisschen vorsichtig sein. Ah, da finden wir direkt 15 Looter, ist ja klar, warum auch nicht. Aber der ist kein Ausrufezeichen. So, und wir schauen mal hier in der Gegend. Da treiben sich normalerweise eben auch die Herren hier rum. Also die Leute, die den Familien vorstehen, den Sturgeons hier. Gucken mal in den Großstädten, ob wir jemanden treffen. Bin noch mal drei. Zwei, glaube ich. So, den können wir auch noch hinzufügen. Genau, passt. Oh, das ist komisch. Wir haben immer noch einen hier auf der linken Seite, aber... Mann, habe ich den außerdem rübergepackt? Okay. Aber bisher finden wir keinen. Typisch, ne? Wenn man was sucht, findet man es nicht. Was können wir denn mal? Können wir ganz kurz gucken, ob es irgendein Tournament gibt, weil ein bisschen Geld brauchen wir schon nochmal für nebenbei. Wir haben noch ein bisschen was an Loot übrig, das ist klar, aber Sebier sind sie zumindest nicht. Der 17 Looter. Natürlich auch mal relativ einfach, die zu killen, ne? Und ihr bekommt dafür ordentliches Loot. Ich glaube sogar jetzt mit den Updates ist es noch ein bisschen besser geworden, was die droppen, weil tatsächlich das sich gar nicht gelohnt hat, Looter anzugreifen. Das war bisher so ein bisschen das... Da. Das Problem. So, und das müsste jetzt die Vollendung von Nerets Folly sein übrigens. Ich bin Contrigo, wer bist du? Kannst du mir irgendwas über Pendrick erzählen? Ja, das war... Madness. The greatest blow struck against the Empire in a lifetime, and we squandered its scrambling among ourselves about a flag. They say Oleg, the old head, pried the dragon banner out of the Emperor's dead hands, but then Prince Raganavat, who had not so much as drawn his sword in the battle, claimed it as a trophy. Oleg, who was covered in his enemy's blood, laughed at Raganavat and told him to go find his own toy to play with. Raganavat struck him, so Oleg broke the banner strap over his knee and threw it into in his prince's face. Or perhaps it was just Raganavat he was doing in his anger when up comes the Batanian king, Kaladok. The Batanians had taken their time stripping the bodies of the imperial vanguard and the Sturgeons were angry at them, so Raganavat called him a coward. Kaladok sneers at him and walks off. Insults his most powerful vessel and then insults his most valued ally. I find a fine day's work, wouldn't you say? But he has grown wither since, through no more pleasant to spend time with. If you want more information,
There are two people you might try to speak to. Estanya worked as a sort of unofficial spy master for Naritz. She lives near Ipricaia. And then there is Azragos, who was his bodyguard. He's supposed to be near Marunat. Though I hear he's changed quite a bit since then. Okay, also wir haben zwei Anlaufstellen. Da haben wir noch so ein bisschen was über die Story gehört, was ein bisschen so ins Gesicht geworfen und so weiter und so fort. Ganz dramatisch. Wir sollen jetzt mit zwei Personen sprechen, die uns ein paar mehr Informationen geben können. Wir haben die Hauptquest damit aufgeteilt in zwei kleinere Nebenquests und schauen uns die natürlich auch gerne an. So, jetzt müssen wir mal gerade gucken. Maunatz ist da in der Nähe. Ich glaube, die sind näher, ne? Die sind näher. So, dann gucken wir mal. Wir haben noch Essen für 5 Tage. Da gibt es Fisch. Der dürfte recht günstig sein. Aber ich glaube, Dorf wurde irgendwann mal gelootet. Das brauchen wir gerade nicht angehen. Was ist hier? Hardwood bringt uns auch nichts. Plus 39. Ist auf jeden Fall challenging, so ein Inventarmanagement zu machen, relativ viel Geld noch irgendwo zu haben, um dann auch eine Streitkraft zu haben, weil sonst werdet ihr einfach zu oft überfallen. Habt ihr zu viele, kosten die euch zu viel Geld. Also es ist so ein guter Mix, den man da halten muss. So, und das ist Estanya, mit der wir jetzt mal sprechen können. So, ich bin Kentrigo, wer bist denn du? I am Estanya, you probably already know that though. Once I wielded great power, but now anyone I am most curious what you might want with me. Also, was brings you to me? Oh. Vertont. Was bringt uns zu ihr? I believe I have a piece of a dragon banner of Calradius. Is that true? You may have one piece of the banner, but it's of little use in itself. You'll have to find the other parts. But once you can bring together the pieces, you'll have something of tremendous value. The banner of Calradius is part of a legend. Weiter! They say it was carried by Calradius the Great as he led his small band of exiles into his this land to make a new home for themselves. They say that so long as it is carried by a true son of Calradius, he shall never be defeated in battle. Or a daughter, I imagine, although that has never come up. Okay. Of course, our glorious armies have been defeated many times, but I guess those commanders and imperials were not true sons. Clever little legend. A child could see through it if she tried, but of course people never tried to see through the noble lies that bind us together. Thank heaven for that. Also, ne, die sagen natürlich, jeder, der das Banner trägt, der ist unschlagbar. Und sie sagt gerade selber, natürlich sind schon viele geschlagen worden, aber dann waren es halt keine echten Söhne. If you can find the missing pieces, I'm sure I can find someone who'll take it from your hands. And put it to good use. Also, entweder behalten wir die nachher selber, wenn wir dann die Missing Pieces haben, oder, ne, wir finden schon jemanden. Before I reveal that information to you, I need to know more about your intentions. One could use the banner to restore the Empire, but one could also use the banner to destroy it. Also, entweder das Empire aufleben lassen oder zerstören. I was a confidant of the old Emperor Naritz's, mein Gott, dieser Name, ne? Officially, I was not his spy master, as I am a woman, but that was the role I played nonetheless. I like Naritz's and was very grateful for his trust, but he was not a good emperor, too stubborn and princip. I probably should have prisoned him. Suffice to say that I know better than anyone about the lies and cruelty that kept the Emperor alive, but all the murders I've ever committed in 10 years of serving Nerds do not amount to the death toll in a single hour when an army storms a town. Also alle, die ich umgebracht habe, passen, sind nicht so viele wie natürlich in so einer Schlacht, wenn da in einer Stunde Armeen aufeinandertreffen. As for our glorious history, let me tell you, anyone
Of these pretty pity kings and khans and sultans could probably get lucky and conquer Kalradia and do as good as job ruling it as we did. But the point is, we already did it. Our greatest crimes are in the past. Let us not undo what has already been done. So if you intend to use the banner to save the empire, I tell you what I know. But if you want to go backward, not forward, then I will not help you. Okay, natürlich wollen wir das Banner wieder zusammenführen. Then I will tell you what I know. I do not know where the other pieces are. You may need to keep searching for them. When you have recovered all the pieces, return to me and I'll help you put them into use. So, also, nächste Aufgabe. Wir müssen die Stückchen finden des Banners. Wir haben nämlich nur ein Stück und das reicht nicht. Und deswegen haben wir hier beispielsweise gerade ein Hideout, das wir angreifen sollen. Dann machen wir das doch mal. Oh, wir lauern wieder bis auf die Nacht und dann schauen wir mal. Oh, Attack! Attack! So. Nicht so aus, als wäre da rechts jemand. Ist ja normalerweise so der Anfangspunkt. War bisher. Nee. Leider ein bisschen wenig Abwechslung drin, ne? Man könnte durchaus mehr erwarten. Oh, ich würde gerade sagen, ich höre jemanden. Ich bin gerade gewundert, wo sind denn meine Kollegen? Ich habe die gar nicht hinter mir hergeschickt. Jetzt kommen sie. Die haben auch noch mal ein bisschen das Wasser aufpoliert und so, ne? Das sieht noch besser aus als am Anfang gefühlt. Es läuft auch flüssiger. Das ist auf jeden Fall auch so. Das war auch ein bisschen schlechter anfangs. Nein, das war schlecht. Also es läuft viel, viel flüssiger, fällt mir auf. Bin auch nicht bei jedem Update natürlich dabei, aber es sind schon viele Versionen mittlerweile reingekommen. Gerade als die 1.1 jetzt auch wer versioniert und eingespielt worden ist, war natürlich riesig was los, weil dann gab es ganz viele Hotfixe plötzlich. Ich glaube, innerhalb von ein paar Stunden gab es da 3 Hotfixe. Da hat man natürlich gesehen, hey, das ist noch nicht so weit. Na Leute, geht doch mal aus dem Weg. Also Follow Me ist immer so lange cool und lustig. Ach, der könnte aber auch nicht stehen, ne? Kerl, bleib stehen. Alter, das nervt ja mal so unfassbar. Da musst du echt durchgucken, ne? Oh, es ist vorbei hier mit Pfeile werfen. So. Pfeile werfen vor allen Dingen. Nein, aber es nervt einfach, ne? Also du bleibst stehen und die stellen sich grundsätzlich vor dich hin. So, jetzt natürlich tolles Beispiel, ne? So. Oh, ey, kann nicht wahr sein. So, das war's schon. Mein Gott. Eins gegen eins? Eins gegen eins. Boom, Junge. Eins gegen eins. Komm her, du auch. Du. Und du. Und du. Und du. Okay. Okay. Wir kriegen einen coolen Gefangenen. Relativ hohe Stufe.
So, das ist schlecht, ne? Wiegt ein bisschen mehr. Weapon-Tier ist... Weil das ist... Equipped ist das, ne? Ja, ein bisschen überfordert. Genau, das ist equipped. So. Das ist auch schlechter. Wobei, das können wir wahrscheinlich... Ne, können wir nicht einsetzen. So, okay. No saddle! Warum haben wir keinen Sattel? Hä? Was ist denn? Haben wir verloren, oder was? Wo ist denn der Sattel hin? Strange. Okay. So, find another piece. Haben wir gefunden. Jetzt fahren wir mal hier hin. Fahren vor allen Dingen. Erst dauert es alles ein bisschen und dann nimmt es hier total an Fahrt auf, die Story, finde ich jetzt persönlich. So, wir machen erstmal Trade. Wir hauen mal ein bisschen was weg, ne? Wir brauchen mal ein paar Sachen weniger. Das ist zum Beispiel etwas, was wir nicht mehr brauchen. Brauchen wir auch nicht, brauchen wir auch nicht, brauchen wir auch nicht, auch nicht. Weg damit, weg damit, weg damit. Und jetzt holen wir uns mal einen Sattel wieder zurück. Das kann ja nicht sein, dass wir keinen Sattel haben. Bisschen... auf jeden Fall auch noch zu essen. Das wäre schon mal nicht so schlecht. Ist denn günstig? Das ist günstig. Tage, das sollte lange reichen. So, und wir brauchen aber natürlich einen Sattel, ne? Da. Er sagt, wir haben einen. Wo ist der denn? Der ist jetzt dran. Wieso ist der... Strange. Strange, Leute. Wieso ist die jetzt wieder da? Wir haben gerade geguckt, oder? Wahrscheinlich, weil ich im privaten Modus war. Wahrscheinlich habe ich mich vertan. Aber egal. So, ein bisschen Geld haben wir gekriegt. Das ist schon mal gut. Und wir haben wieder ein bisschen Zeit, um hier nachzuschauen bei unserer nächsten Mercenary Contract. Okay. So, wen brauchen wir denn da nochmal? Wie heißt der nochmal? Asragos, ne? Genau. So, ich bin Kentrigo, wer bist du denn? You're probably aware that I am Asragos. I'm not sure why you have thought me out, but now that my old life as Imperial Lapdog is over. So, who are you and what brings you to me? I believe I have a piece of the Dragon Banner of Calradia. Is that true? Well, that's interesting. You may have one piece of the banner, but it's of little use itself. You'll have to find the other parts, but once you can bring together the pieces, you... have something of tremendous value. How so? The banner of Calradus is part of legend. It was said to be carried by Calradus the Great, who first led his people to his land to conquer and despoil. The legends say that no army led by a true son of Calradus should be defeated in a battle. Also, wenn wir wieder true son, ne? Also es muss wieder ein wahrer Sohn sein, ne? Convenient legend, huh? Of course, the Calradians have been defeated many times, but I guess those were not true sons. Still, you could say it represents the strength and endurance of his empire. So, can you help me find a buyer for it? A buyer? I can help you do far more than that. Before I answer you, and I need to know more about each other. I don't know what you know about me. I was a citizen of the empire, I was a commander of the imperial armies, but I'm not an imperial. I am what they call Pelaic. Pelaic is a language that is no longer spoken except by a few old people. Even the word Pelaic is imperial. We are people who have forgotten who we are. The Empire has a genius for destruction. The destruction of languages, traditions, gods. It takes our fortresses, slaughters our men, and turns our children into its own children. Nothing can bring the Pelaic people back. They are now imperial. But it's an insult to our name, to our gods, to our memory, that the state which destroyed our shrines and fortresses should last and thrive. I vote that this empire shall not survive this civil war if I can do anything to stop it. And I believe me, I had the banner. There is very much something I could do. I too would see the empire destroyed. Good, then I will tell you what I know. I do not know where the other pieces are. You may need to keep searching for them. When you have recovered all pieces, return to me and I'll help you put them into use. Okay. Also. Auch das ist erstmal abgeschlossen. Guck mal ins Quest. Also, wir müssen noch einen Teil finden. Und
Asragos hat uns auch noch von einem Hideout erzählt und auch da scheint ein Stück zu sein und dann hätten wir die drei ja zusammen. Dann machen wir das doch auch noch eben. So. Gucken wir mal. So, es ist ein bisschen anders, wie ihr schon seht. Ein bisschen mehr Platz, ein bisschen mehr Open. Das ist natürlich nur so semi, deswegen müsst ihr die mal ein bisschen früher losschicken. Weil wenn die natürlich Pfeilen angegriffen werden, ist das ein bisschen schwieriger. So, hier verliert man sehr wahrscheinlich jemanden. Von allen Seiten mit Pfeilen. Oh, ich habe kein Schild. Geh weg. Jo, alle drei. Alle drei. Kommt zu alle. So. Eieiei, das war knapp. Bisschen Sahne gehabt. Komm, der war nicht schlecht, oder? Kann man nichts sagen. Oh, da hinten sind drei. Ein bisschen aufpassen, sind schon zwei gekillt worden, drei gekillt worden. Gegner kommen, das wird natürlich eine knappe Nummer, ne? Wir haben gar nichts mehr. Eieiei, wir könnten verkacken, Leute. Jetzt könnte ich natürlich versuchen, ja, ich muss ein Duell wagen, ne? Weil wenn ich es nicht wage, gegen die vier haben wir zwei keine Chance. Jo, ja. Jo. Genau. Sehr gut. Oh, nee, ey. Gut, das war natürlich jetzt weder nicht so klasse. Das werden wir hoffentlich das nächste Mal besser machen. Dann kommen wir wieder zurück. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben leider ein bisschen verkackt. Ich werde aber die natürlich jetzt die Zeit nochmal ein bisschen vorlaufen lassen und dann wieder die Männer zusammensammeln. Wir hatten kein qualifiziertes Personal, so wie es aussieht. Aber man kann es vorher leider auch nicht auswählen. Ne? Ich kann jetzt nicht die besten Männer zum Beispiel nehmen und mit mir in den Hideout laufen lassen. Das wird automatisch ausgewählt. Das ist eigentlich eine Kritik, die man da schon äußern kann an der Stelle. Aber wir haben uns auch nicht clever angestellt. Naja, ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und ja, dann hoffentlich erfolgreich mit dem Einsammeln des letzten Stückes von der Flagge. Und ja, bis dahin, euer Kentrigo.